Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3 mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir dem Riesen hier ein bisschen. Upsala, was? Was war das denn? Der war noch da anscheinend. Wir haben den Riesen hier ein bisschen geärgert. Und eingesperrt. Was eigentlich ein bisschen useless ist. Aber vielleicht macht das ja später noch Sinn. Dann haben wir hier den ganzen Palast so ein bisschen erkundigt, ein paar Items gefunden, ein paar eklige Monster gefightet. Den Weg hier gefunden, wo dies Vieh ist, was keinen Sinn macht, weil da kommt man nirgendwo hin, oder? Doch, kommt man. Von da. Secret? Bisschen Item? Ja, kein Item, sind das uninteressant, das Gebiet. Ja, wir haben hier auf jeden Fall noch einen Shortcut gefunden, den wir jetzt direkt benutzen werden. Weil wir gar keine Estus Flask mehr haben und einen Aufzug, der, keine Ahnung, den werden wir jetzt auch direkt benutzen. Stehe nicht, wo der hin soll, aber gut. Wahrscheinlich einfach noch mehr Shortcuts zum Boss. In Dark Souls 1 war es witzigerweise ganz schön leicht, eigentlich 10 Estus Flasks zu bekommen. Aber die hatte man dann nur für ein Leuchtfeuer. Hoch? Ja, hoch. Und dadurch wird es irgendwie so ein bisschen. Es wird so ein bisschen mehr wert, 9 Estus Flasks. Gefällt mir eigentlich das System, das sie hier haben. Hallo. Gut, zum Teufel. Oh Leute, ich bin bei dem Sniper rausbekommen. Leiter voraus. Ich bin bei dem Sniper rausgekommen. Ist hier noch extra ein bisschen Bonus-Stuff oder wie? Das ist ja vor dem ganzen Palastkack. Schöne Aussicht. Ich hätte nach vorne gucken sollen. Oh. Typen sollte man töten. Abgrundring. Crazy, der Friedhof aussieht. Ich habe das Gefühl, ich bekomme 1 Million Ringe hier gerade. Ringe, 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 Ringe. Da. Verstärkt Angriff bei vollen TP. Erlaubt Einstimmung zu sicher. Okay. Ich habe einen Ringplatz frei. Ja, könnte ich eigentlich mal einen reintun, wa? Oh. Holy shit. Jetzt mache ich mehr Damage. Ich erste direkt. 294. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war. Okay. Geht's hier. Geht's aber nicht weiter, oder? Point of no return. Warum wollen die, dass ich hier lang gehe? Fein, mache ich. Ist mein Bonus weg. Oh, dafür werde ich mich nicht extra heilen. Das habe ich gesehen. Diese kleinen, trickigen Mistviecher. Jetzt bin ich wieder draußen. Mega weird. Oh Gott. Hallo. Die haben eine Schwachstelle und die sind mega langsam. Ich glaube, der Ent hat auch eine Axt oder so. Okay. Ja, hat er. Nee. Hat er nicht. Eine helle Brade hat er. Ist nicht gestorben. Aua. Da unten hat er mich gesehen und abgeballert. Oh, da komme ich nach ganz oben. Ah, okay. Das ist ein Hund. Sieht aber seltsam aus. Oh Gott, das ist bestimmt ein Item. Ja, lass uns das Item holen. Hallo. So. Das sieht so unsafe aus. Da hinten ist irgendwas. Ist das der Sniper-Turm? Nee, das glaube ich. Ich glaube nicht. Bei dem muss ich auch noch vorbei. Das muss ich mir unbedingt aufschreiben, dass ich zu diesem Sniper-Turm gehe. Sklaven-Axt. Soll ein Sklave sein? Das war useless. Fühlt sich auf jeden Fall useless an. Die Dächer machen lustige Geräusche, wenn man darüber geht. Da kann man auch rein. Aber warum ist da Licht? Hier ist Tageslicht. Nee, es soll kein Tageslicht sein.
Ich habe das Gefühl, dass man halt die Dinger da kaputt machen kann, die damit töten oder irgendwie, aber die stehen da ja nicht drunter. So, hier ist Safe Call, da hängt einer. Ne, da hängt keiner. Eigentlich hängen die hier Safe Call. Weil so ein Item, das werden die mir nicht einfach so geben. Oh Gott, sieht das da unten? Alter, das ist übel dunkel. Okay. Da ist einer. Auf Dächern immer vorsichtig sein. Merkt euch das. Lügner voraus. Das ist Quatsch. Und hier auch. Den meint ihr wahrscheinlich. Weil er so hilflos aussieht. Das sieht auch von weitem aus wie ein Hund aus. Lügner voraus, was? Oh Gott. Verwandelt er sich? Da hängt er. Das war jetzt nicht die krasseste Falle, die ich jetzt gesehen habe. Bleiche Zunge? Was soll ich mit so einem Item? Beweis, dass ein Eindringling einen Träger der Glut besiegt hat. Träger der Glut. Bin ein Träger der Glut. Bleiche Zunge. Okay, der Plan hier ist auf jeden Fall, dass wir auf diese scheiß Dächer kommen. Um dann Sachen zu machen. Oh Gott. Ich glaube halt, dass man die kaputt machen kann. Wir sind wirklich Gegner. Das ist so ein fetter. Aber da ist ein bisschen Platz, glaube ich, um den zu fighten. Holy shit, seht ihr ein Schwert, oder? Das sind übel viele von den Typen irgendwie. Okay, dann kümmern wir uns mal langsam, hier alles zu clearen. Also, fighte mich für dein Item. Oder auch nicht. See you. Nein, Spaß. NPNP. Mann, einfach zu viel Damage. Da haben die gar keine Chance. Wir sollten surrendern, instant. Sehr zufrieden mit den Damage, die wir im Moment machen. Oh Gott. Hier läuft irgendwo so eine wieder rum. Ah, vielleicht unten. Es scheint sehr weit zu schallen. Warte, was? Sie sollten hier fighten. Das ist ja wohl ein Scherz. Warum? Ich soll den hier fighten? Okay, er kommt. Ich werde dich natürlich irgendwo hinlocken. Ich werde dich da nicht fighten. Ich bin ja nicht lebensmüde. Komm ran. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja. Der hat mir schon ein oder zwei ordentliche Schläge gegeben, der Typ. Oh, was steht hier? Sniper-Posi, oder? Leute, der snipt mich. Zeit für Zunge. Zunge, die ich gefunden habe, oder wie? Ja, kommt dran. Zeit für Zunge? Was meinen die damit? Was soll ich denn damit machen? Ja, komm raus. Ich werde dich nur draußen fighten. Aua. Alter. Typ, ey. Ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Da habe ich ihn erwischt.
Puh. Der macht halt übel viel von meiner Ausdauer weg, wenn er mich irgendwie, wenn er irgendwie mein Schild trifft. Aber auf einer richtig guten Fläche kann man den gut fighten. Komme ich da nicht weiter? Das war jetzt nur für diesen einen Zeug da. Wow. Hat der Typ wieder, da steht er. Okay. Das war anscheinend nur für Items. Das ist eine Glocke. Huh. Warte. Ich hab doch Point of No Return, oder nicht? Oder. Ja, gut, da würde ich zurückkommen, ne, aber. Oh Gott. Wie springt man nochmal? Okay, easy. Einfach mit dem hier. Oh, war ja. Das sieht so unsafe aus. Hulala. Was auch immer das für ein Gebiet war. Alles mal von oben. Aber es sah auf jeden Fall schön aus. Und jetzt müssen wir. Was müssen wir da machen? Ging es dann irgendwie weiter überhaupt noch? Hier waren die Typen. Aber gerade sind sie nicht da. Außer der natürlich. Da ist noch irgendwas. Oder? Es leuchtet auf jeden Fall. Hier kann ich auch schnell laufen. Ach nee, da hinten ist wieder alles voller Sumpf. Oh, hier ist. Aha. Okay. Kann ich ihn einsperren? Warte, warum. Hier? Soll ich ihn hier hinlocken oder was? Ich glaube, das ist der Plan, den da hinzulocken, einzusperren und die Items zu snaggen. Wow. Ja, okay, machen wir. Ist in Ordnung, machen wir. Dauert noch ein bisschen. Okay, locken wir den mal ran. Da muss ich sogar lang, also. Hm. Ja, Freund der Sonne. Nein, der da oben. Ich kann super viele Sachen von ihm markieren. Holy shit. Die View ist nice. Wirf mich einfach mit Schlamm ab, ey. Kommst du ran? Ich hoffe, die ganze Zeit zu werfen. Komm mal ran. Okay. Hör auf damit. Oh oh. Jetzt komm ran. Trackstiefel. Aua. Heilen. Also, das ist mir einfach egal. Tank ich halt. Ganz ehrlich, das dauert einfach zu lange, den da irgendwie, wenn er nicht kommt. Ich wollte es schon so machen, wie das Spiel es mir gezeigt hat. Doppel irgendwas, oh lol.
Das ist, guck durch den Wurm an, what the fuck? Was auch immer das ist. See you later. Ey, wenn das Spiel mir das so anbietet, okay, aber wenn er dann nicht kommt, ist er irgendwie useless. Oh Gott. Hurra für Tarnung. Einfach dran vorbeisneaken, oder wie? Oh, ja. Oh, der kommt aber ran. Okay, komm bitte weiter ran. Zauber lohnt sich nicht. Da sitzen sogar über viele, ey. Wie cool. Hier kriege ich vielleicht die Puppe. Und dann war es das hier einfach mit dem Gebiet. Das wäre ja weird. Nicht mal ein Boss. Die scheinen mich zu ignorieren. Gut. Das sieht alles sehr seltsam aus. Abkürzung voraus. Schon wieder? Aber wohin? Wahrscheinlich soll ich hier die Puppe holen und dann abhauen. Okay. Fight me? Komm ran. Ja. Was war das denn für ein Versuch? Wir können gar nichts, die Glücks. Jetzt klatschen wir den noch schnell. Den hier. Wir haben schon wieder super viele Seelen, ey. Alles kaputt machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die Bösen sind. Aber wenn man genug Platz hat, ist der easy. Ich habe Angst, dass er mit seinem Schild mich schlägt. Ah, genau so. So, Leute. Ihr habt abgedankt, ich Kackpriester. Verdammt teuer. Verdammt teuer, weil das... Fuck. Okay. Ich bin leicht verwirrt. Was machen wir hier denn jetzt? Oh, da kommen schon die ersten Nachrichten. Vision vom Mobgegner, aber nichts voraus, Niederlage. Ich bin gespannt auf den Boss hier. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Boss hier. Ich hoffe, dass es ein Schwertkämpfer ist. Ich bete dafür, dass es ein Schwertkämpfer ist. Aber... Upsala, was war das? Das wollte ich gar nicht. Hier war doch irgendwo noch ein Weg, genau. Wir gehen erstmal zum Leuchtfeuer. Weil das, denke ich mal, ist hier wahrscheinlich, oder? Einfach eine schöne Abkürzung zum Leuchtfeuer oder so. Warum geht's hier nach oben? The fuck? Okay, wir sind hier auf der anderen Seite. Oh lol, hier ist auch ein riesiges Tor. Warum sterben hier Leute? What the fuck? Was sind da Hände? Seht ihr das? Oh Gott, das ist ja mega weird. Toilette-Amulett.
Bin verwirrt. Warum sterben hier Leute? Und was soll das hier sein? Was versuchen die Leute hier? Runterzuspringen oder so? Das erscheint mir irgendwie sinnlos. Die Folge ist eigentlich schon vorbei. Aber wir wollen eigentlich noch kurz schauen, wo wir denn rauskommen. Wow. Hier kommen wir raus. Hätte man nicht schon viel eher zum Boss gehen können oder ist der Fahrstuhl dann nicht aktiv? Wahrscheinlich nicht aktiv, wa? Aber von hier ist es doch voll weit bis zum Leuchtfeuer, oder nicht? Oder? Eigentlich schon, oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr oft verwirrt. Aber verwirrt sein, das können wir auch noch in der nächsten Folge. Ja, wir machen jetzt mal Fahrschulschluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.